Ich bin kacken, komm nicht rein. Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. Ja, ich glaube, wir sollten uns schnell verpissen, bevor der Doktor wieder herkommt. In der letzten... Alter, was mit der Framerate? Framerate? Die war ja gerade richtig am Abscheißen. Ich habe gelesen, der Doktor soll hier kommen. Und das ist nicht besonders nett, wenn er uns dann findet. Sollten wir uns erstmal unter das Bett verstecken? Ich bin kein Patient, ich bin ein Angestellter, wie er, Trigger. Okay. Oh, Film. Okay, das ist doch nett. Aber er wurde behandelt, er ist... Ah, okay. Okay. Das hat sich... Ach, das ist der Doktor, der hier die ganze Zeit rumschreit. Oh, da ist der... Oh, nee, nicht ihm auch. Ich verstehe... Okay. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Das ist nicht sehr politisch, was sie hier tun. Das wissen sie schon. Er geht jetzt zu mir, ne? Er sucht mich. Scheiße. Was? Was? You are gonna walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand, ich glaube, er rastet gerade darüber aus, dass wir hier weg sind. Oh, ich glaube, das wird eine Verfolgungsjagd mit dem Doktor. Was? Kannst du bitte weggehen? Kannst du bitte weggehen? Leute, Leute, Leute. Ein Glück habe ich das irgendwo gelesen, dass ich genau zu diesem Part mich irgendwie verstecken sollte, wegen ich wäre zum Arsch gewesen. Ich hätte... Ah, hat mich gesehen, hat mich gesehen. Ja, wenn ich auch so auffällig... Rechts oder links? Nein! Er wird mich nochmal boxen, oder? Da oben geht's lang. Hopp, 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 hopp. Hopp. Hopp, wir haben nur noch 4 Batterien. Wir sollten irgendwie mehr Batterien finden. Ich glaube, das Spiel wollte sogar, dass wir hier hinkommen, was? Aber was suchen wir? Scheiße, er kommt von da, Mann. Ich bin nicht hier. Ich bin nur eine Illusion, Doktor. Nur eine Illusion. Das haben sie doch. Verrückte Patienten. Ich bin ein Patient. Ich bin verrückt. Und ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Ach, scheiße. Mann, der ist viel schneller als der fette Mann. Was soll ich denn tun? Ich kann mich nirgendwo verstecken. Ach, scheiße. Ne, ich habe mein Todesurteil unterschrieben. Lauf doch! Ah, ich verblute. Ich verblute. Mist. Wir sind direkt schon wieder von Anfang an der Folge gestorben. Das hatte ich eigentlich gar nicht so vor. Ich hatte vor, irgendwie zu fliehen und dann irgendwie... Das heißt, direkt wo wir runterspringen, da hat er gespeichert. Ein Glück. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, aber... Er ist hier in der Nähe. Fuck. Jetzt weiß ich wenigstens, wo er herkommt, ne? Hä? Ach, da war der. Ich habe ja gerade angegruselt gemacht. Ich hoffe, ihr schaut es euch auch an. Ich habe da ein neues Spiel getestet. Falls es euch interessiert. Ah, oh Mann! Ich kann nicht... Lauf doch! Ja, er blockiert den Weg. Er blockiert den Weg. Spiel, er blockiert den Weg. Was soll ich denn machen? Ich wollte weglaufen. Und er hat den Weg blockiert. Dann kann ich auch nichts tun. Außer... ein Todesurteil zu unterschreiben, aber ich habe gesehen, wo er rauskam. Er dürfte uns eigentlich nicht hier sehen, oder? Scheiße.
Er kommt nicht in unsere Richtung. Wir machen es jetzt klüger, wir werden uns hier verstecken. Wir werden uns jetzt hier verstecken und warten. Hey, nobody likes a quitter. Buddy! Nein, als wenn er uns hier sieht! Das kann doch... Hopp, 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 hopp. Scheiße, der hat uns wirklich gesehen, Mann. Ich hab keine... Oh, die KI von ihm ist wirklich besser als von dem... Tür zu... Als von dem Schwein. Er sieht uns nicht. Er ist behindert. Ich hoffe, er ist behindert. Und ich hoffe, dass wir hier nicht tausendmal von ihm getötet werden. Ich habe letztens erst von Altschir ein Kompliment bekommen, dass ich nicht so oft gestorben bin. Und jetzt? Seine Schere sieht auch nicht besonders nett aus. Der guckt nicht unter Betten nach, ne? Nein, guckt er nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliehen soll. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe echt keine. Wie viele Betten hier sind, ist ja unglaublich. Als wenn er uns schon wieder gesehen hat. Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Nein, nie im Leben hat er uns gesehen. Wir sind am Ende. Ist er da? Irgendwas bewegt sich dadurch. Oder? Ah, Mann. Der ist auch echt klug, der Onkel-Doktor. Die Schweinebacke, der Fettsack war nicht so schlau. Ist er noch da? Oder... Hey, nobody likes a quitter. Der ist irgendwo da. Ab. Der guckt hier unten nicht nach. Der traut sich doch nicht. Ich bin der Thomas. Wir haben YouTube-Partnerkräfte. YouTuber. Ist da eine Tür oder wo ist der hin verschwunden? Wir müssen unsere Sinne aktivieren. Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Wie zum Teufel? Boah, ich muss jetzt vollkommen konzentrieren. Tut mir echt leid, wenn ich nicht viel reden kann, aber ich weiß ungefähr, wo wir lang müssen. Woher kommen diese ganzen Ketten, Mann? Der ist nicht da, nein. Der ist so dumm dafür. Oder? Als wenn er uns in... Alter, das ist hier ja ein Kreis, Mann. Das ist ein Kreis. Da müssen wir lang wahrscheinlich. Glaube ich. Lauf. Als wenn ich jetzt langsamer werde. Wo ist die Tür hin? Ach, scheiße. Lauf. Wir sind höflich. Runter, 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 runter. Oh, Mann. Wieso vibriert die Erde, Mann? Nein, ich bin nicht da. Das heißt, da können wir auch lang. Ja, jetzt habe ich eine Idee. Wir werden ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Wir nehmen seine Schere. Nein. Wir werden ihm hinterhergehen. Ich glaube, die KI von diesen Typen ist nicht so gut. Da hinten ist auch eine Tür. Willy? Als wenn er an der Tür ist. Da ist auf jeden Fall auch eine Tür, weil er da lang gegangen ist. Wir warten jetzt ein bisschen, das ist mir viel zu risky. Ich wusste es. Du guckst nicht unter Betten nach. Normalerweise. Du guckst nicht unter Betten nach. Das traust du dich gar nicht, Onkel Doktor.
Hier geht's auch lang. Runter! Als wenn er uns kommen gesehen hat. Nee, ich bin nicht hier. Doch, die KI von den Dingern ist doch wirklich gut. Oh, mach auf! Danke. Der guckt nie im Leben auf Klos nach. Ist viel zu primitiv dafür. Oder? Wir können uns auch auf Klos verstecken, oder? Okay. Ich bin kacken. Komm nicht rein. Oh, Jemini. Oh, Jemini. Hopp. Der ist nicht hier. Nein. Nein. Der ist nicht hier. Der ist nicht hier. Oder? Ja, ich dachte schon, ey. Hopp. Na, ah, lauf! Ah, das ist doch verdammt, Mann. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich die ganze Zeit hinlaufen soll. Der verfolgt uns die ganze Zeit wie so ein... Ich hab ne... Oh ja, natürlich hat er die Tür eingerannt. Ich hab ne Idee. Wir werden ihn jetzt mit seinen eigenen Tricks überlisten. Da kommt er, ne? Mach auf, mach auf! Da oben! Da oben! Als wenn wir dachten, nein, das gibt's doch gar nicht! Spring doch nach oben! Mann! Ist mir egal, weißt du, ich gehe jetzt volles Risiko ein. Ich gehe jetzt volles Risiko ein, wir werden jetzt im Kreis laufen. Ich habe hier die Gegend gesehen. Ich habe hier die Gegend gesehen. Und weiß ungefähr, wie der Hase läuft. Bumm. Wo bist du, Onkel Doktor? Ich hab keine Angst vor dir, Mann. Wir sind hier in einem Spiel. Im Wilden Westen. Naja, im Wilden Westen will ich jetzt nicht behaupten, aber... Naja. Mach auf! Mach auf! Mach auf! Ich will keine Panik schieben. Du hast weniger Finger als vorher, aber... Lauf! Sie sind... Ein Alganta irgendwas Scheißkerl wahrscheinlich. Hoch! Ja. Ich habe an dieser Stelle mal einen Cut gesetzt, da die Aufnahme doch länger als gedacht ging, sogar eine ganze halbe Stunde. Deswegen wird der Rest der nächste Part. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Wir werden mal ein bisschen über den Part reden. Ja, der böse Dr. Wernicke hat uns jetzt verfolgt. Ach ja, das war nicht besonders nett von ihm, aber kann man ja nichts machen. Wir haben, ja, uns schon mal ein bisschen in Sicherheit gebracht, würde ich sagen, oben da im Lüftungsschacht. Mal gucken, wie es im nächsten Part weitergeht. Das werdet ihr bald sehen und falls ihr es öfters wollt, dass ich so länger aufnehme und dann am Ende so eine Analyse der Folge mache, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Hipster Thomas. Ciao.